Nachrichten war der 11. April 2015. Die Renovierung des Apartmenthauses wurde in Rekordzeit abgeschlossen. Durch die vielen Neuzugänge sind immer weniger Zimmer frei. Aus diesem Grund wurde das Gebäude überholt und bietet jetzt 48 Zimmer. Ein Bewohner namens Nagi sagte: "Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass an dem Gebäude gearbeitet wurde. Ich bin Rick Kagemine. Der 11. April war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten." Wow, diese Stimme bohrt sich ja regelrecht einem ins Hirn hinein, nicht wahr? Und damit geht es weiter bei Nagi und seine Zuschauer in Tomodachi Live. Wir haben natürlich wieder drei Neuzugänge, aber vorher gibt es ja ein Ereignis. Wörterkette-Wettbewerb. Bewohner bilden eine Wörterkette. Aber wer findet das letzte fehlende Glied? Eine gute Frage, auf die wir vielleicht eine Antwort bekommen, wenn wir da mal vorbeischauen. Wortkette mit allem. Und los. Schnicken. Nagelknipser. Reis. Springseil. Laterne. Erdbeerkuchen. Ich befürchte, das kann noch eine ganze Weile weiterlaufen. Nintendo Scoop. Oh, da kennt sich aber jemand aus mit der Geschichte von Nintendo. Nein. Instant-Nudeln. Ja, hört, hören wir auf, ich bekomme sonst Hunger. Schauen wir uns lieber unsere Neuzugänge an, die zum Glück mal ausnahmsweise alle daheim sind. Als erstes hätten wir Palkia, der noch leider kein eigenes Zimmer hat. Muss ich noch dran arbeiten, aber schauen wir doch mal bei ihm rein und sagen Hallo. Ich bin Palkia. Ich hab an allem Spaß, was ich mache. Kann ich irgendwas für dich tun? Ehrlich gesagt, ich fühle mich oft ein wenig einsam. Und ich sehe auch, dass deine Sättigung, ja, nicht gerade voll ist, also geben wir dem mal was zu essen. Ich hoffe, du magst den Lachs. Ich mag ihn nicht, aber vielleicht magst du ihn ja. Das fand er echt lecker. Das ist echt gut. Dann steigt ja dein Level bald. Dann kann ich dir auch eine neue Wohnung schenken. Ansonsten hast du mir nichts zu sagen. Schau mich doch nicht so an. Verzeihen Sie bitte, Sir, aber ich musste Sie anschauen, weil Sie sind neu im Haus und ich muss alle neuen Bewohner genau unter die Lupe nehmen. Aber okay, schenken wir dir doch mal irgendwas, damit wir auch mal ein bisschen Zeit mit dir verbracht haben. Genau, probier mal diese Einwegkamera aus. Lustig, du weißt nicht, wie die Bilder werden, bis sie entwickelt sind. Ach ja, die guten alten Zeiten. Was für eine Art von Foto soll ich aufnehmen? Versuch's mal mit künstlerischen Fotos. Verstanden, dann mache ich mal ein paar Fotos. Gib dir Mühe. Sieh, was ich fotografiert habe. Jetzt kommt's. Ah, oh, das hat so eine ruhige Atmosphäre. Das speichere ich mal. Nett, Palkia, ganz nett. Der Titel lautet, das Mom, das nicht kann. Ja, ich bin mal ein Geberlaune und gebe dir 100 Punkte. Hey, finde ich auch. Ich wusste, dass ich drauf hab. Ja, yeah, für einen Levelanstieg hat es leider nicht gereicht. Wir könnten ihm noch was zu essen geben. Was haben wir denn hier noch? Creme Brûlée. Kriegst du das noch runter? Oh, das fand er nicht so gut. Und da steigt natürlich auch der Level nicht. Tut mir echt leid, Palkia. Ich werde noch dafür sorgen, dass du eine neue Bude und neue Klamotten bekommst. Aber immerhin besucht dich Ikito schon mal. Das ist doch mal nett. Unser zweiter Zugang, Neuzugang ist Rin, die hier faul rumliegt. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Nagi? Weißt du, wofür ich mich interessieren würde? Ich wäre dafür, dass du eine neue Stimme bekommst. Auf der Stelle. Nix für ungut. Ich bin Rin Kagemine. Nix für ungut. Alle nennen mich nur Rin. Ja, ist ja gut. Ich bin Rin Kagemine. Alle nennen mich nur Rin. So, schon viel besser.
Nimm es mir nicht übel, Rin, aber deine Stimme kratzt schon ein bisschen in den Ohren. Nicht böse gemeint. Ich weiß ziemlich genau, was ich mag. Und natürlich auch, was ich nicht mag. Das ist gut. Man sollte schon wissen, was man mag und was man nicht mag. Ich habe ja noch einen Meeresfrüchte-Mix. Vielleicht ist das ja was für dich. Vielleicht kannst du ja mit Meeresfrüchten was anfangen. Na, immerhin, einer mag das. Oder ein Nee, besser gesagt. Ich übe gerade Grimassen. Dann lass dich nicht von mir stören. Ich schau jetzt mal nach unserem letzten Neuzugang. Es ist Poke! Und es regnet über seinem Kopf. Er ist wahrscheinlich erkältet. Ah, hallo. Mein Freund, was bedrückt dich? Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Ach, hast du Magenkrämpfe? Da habe ich was gegen. Magenmittel, noch 6 Stück. Komme ich noch eine ganze Weile mit aus. Und schon ist alles wieder gut. Das Mittel hat geholfen. Es geht mir schon viel besser. Das freut mich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Lass rüberwachsen. Eine Nähmaschine. Oh, da kann ich mir mal ein eigenes Cosplay mitnähen. Sehr schön, wenn ich nur nähen könnte. Wenn du uns besuchst, während wir schlafen, träumen wir manchmal sogar. Ah ja, das ist so eine Sache, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Dann müssten wir mal so eine Art Nachtspezial machen und ich die Bewohner nachts besuchen muss. So, jetzt würde ich dir aber noch was zu essen geben. Hier habe ich noch eine Creme Brûlée für dich. Lass es dir schmecken, lieber Poke. Und steigt der Level. Ja, ganz knapp dran vorbei. Lust auf ein Spielchen? Wenn ich schon mal gerade hier bin, meinetwegen. Alte Jungfer. Und ich nehme diese Karte und habe nicht gewonnen. Verdammt. Nein, Poke hat mich geschlagen. Du Elender, das wird ein böses Nachspiel haben. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Ha, nächstes Mal hast du keine Chance. Ja, gib mir erstmal Klopapier. Ich muss erstmal einen abseilen. Oh, du hast da was. Was ist? Hab ich was im Gesicht? Da ist noch ein Preisschild an deinen Kleidern. Mach das Ding weg. Bin schon dabei. So, bitteschön. Vielen Dank. Jetzt wäre ich dir aber sehr verbunden, wenn dein Level steigt. Yeah, genau das habe ich mir erhofft. Jetzt kann ich dir auch eine neue Einrichtung schenken. Wie wär's mit... Viel habe ich ja nicht zur Auswahl. Ich glaube, das Standardfamilien... Die Standardfamilie habe ich noch nicht verschenkt. Versuch's mal mit dieser Standardfamilienwohnung. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? Später, später. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das will ich ja auch geraten haben. Diese Wohnung war teuer. Und du hast sogar einen HD-Fernseher. Was will man mehr? Mehr braucht man doch nicht, um glücklich zu sein. So, und dann schauen wir mal, was noch so anliegt. Sergei möchte mal wieder spielen und ich habe ihm einen Strohhut geschenkt. Er sagte, er mochte unbedingt einen neuen Hut haben. Da habe ich ihm einen Hut geschenkt. Spielen wir. Quiz der Gemeinsamkeiten. Hatten wir schon länger nicht mehr. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Jetzt kommt's. Nagi und Munzkraft mögen die gleiche Farbe. Ach ja, Munchcraft hat jetzt grüne Haare. Er hat gesagt, er möchte sich die Haare färben und ich habe ihm die Haare grün gefärbt, damit es zu seinen Klamotten passt. Und falls es dir nicht gefallen sollte, Munchcraft, dann sag mir Bescheid, dann ändere ich deine Haarfarbe natürlich wieder. Aber mögen wir die gleiche Farbe? Ich weiß es nicht, aber ich sag einfach mal nein. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Verdammt! Und schon bin ich raus. Dafür gibt's bestimmt wieder eine Rolle Klopapier. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Dankeschön, Sergei. Weiß ich zu schätzen.
Ich würde gern meine Haarfarbe ändern. Gut, gut. Wenn du das möchtest, dann sollst du bekommen, was du willst. Ich will aber eine echt coole Haarfarbe, klar. Welche Farbe passt wohl zu mir? Weißt du was, wir färben deine Haare jetzt einfach rot. Damit es zu deinen Klamotten passt. Und wie sehe ich aus? Ja, astrein, ne, würde ich sagen. Ich nehme nur an Wettbewerben teil, die ich gewinnen kann. Ich mag es nun mal nicht zu verlieren. Ach, aber wo bleibt denn da die Herausforderung? Denk mal genauer drüber nach. Mannschaft ist auch wieder in Spielerlaune und... Saku hat auch neue Klamotten von mir bekommen. Und anscheinend möchte sie sich mit jemandem anfreunden. Ich frage mich nur, mit wem. Kawaii. Finde ich ebenfalls. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über die Adli. Was hältst du von ihm und mir? Bevor du jetzt hier fremd gehst oder sonst irgendwas, sag ich mal lieber nichts Besonderes. Verstehe. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt passieren kann, dass im Spiel jemand fremd gehen kann, aber ich möchte das auch gar nicht riskieren. Von daher habe ich das jetzt einfach mal abgelehnt. Wenn ich mit Nagi essen gehe, schmeckt es mir besonders gut. Ach, du schmeichelst mir ja. Dankeschön. Und wir turteln dann wieder rum. Wir haben auch sonst nichts zu tun, wir beiden. Sitzen da unter den Kirschblütenbäumen. Ach, ist das schön. Aber naja, Munchcraft wollte spielen. Munchcraft, was liegt an? Lass uns etwas spielen im Bild von Nani. Machen wir. Ah, der Klopfringkampf mal wieder. Das ist ja mal wieder nur reine Glückssache. Komm schon. Fester. Komm schon, Munchcraft. Ich werde dich besiegen. Ich werde dich aus dem Ring drängen. Du hast keine Chance gegenüber Nagi. Komm schon. Ich feg dich aus dem Ring. Oh nein! Munchcraft hat mich geschlagen! Heute ist nicht mein Tag, ich verliere alle Spiele. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Auf keinen Fall! Bald deine Kosmetiktücher für dich! Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Was könntest du sagen, wenn du deprimiert bist? Moment. So traurig. So. Ja, das passt ganz gut. So traurig. So, gehen wir mal kurz raus. Es gibt noch eine weitere Attraktion, sage ich jetzt mal, die wir noch nicht in diesem Video gesehen haben. Gehen wir also mal zum Strand. Und man kann hier den Meinungsmacher spielen. Meinungsmacher, schreiben wir mit dem Touchpen etwas in jedes der Kästchen. Die Einwohner stimmen dann mit den Füßen ab, was besser ist. Und ich habe mir schon was überlegt. Auf der einen Seite haben wir... Nintendo. Ich kann nicht gut in dem Touchpen schreiben, sorry Leute. Und auf der anderen Seite haben wir Sony. So, liebe Leute, jetzt sagt mal, was ihr besser findet. Ich bin schockiert! Ist nicht cooler. Vergesst es, Leute. Dieses Video ist zu Ende. Wir sehen uns. Nein, nein, nein. Ich beende das Video natürlich nicht, aber... Da muss eindeutig ein Missgeschick passiert sein. Das kann ich mir nämlich nicht anders erklären. Ich weiß genau, dass meine Zuschauer lieber Nintendo mögen als Sony. Also von daher... Pfuh. Da kann ja nur was schiefgelaufen sein. Ach, Ikito und Säge gehen voll ab. Die beiden sind voll guter Dinge. Vor allem Säge mit seiner neuen Haarfarbe. Der freut sich einen Keks.
Aber schauen wir mal bei Ikido vorbei, was er so hat, was er so für Probleme mitbringt. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Nagi? Doch, deswegen bin ich ja jetzt hier, um dir zuzuhören. Ich habe Hunger. Ja, das sehe ich, das höre ich. Hier hast du Bohnen auf Toast. Ich weiß ja, dass du das magst. Das fand er echt lecker. Und hat einen Levelanstieg knapp verpasst. Gut, wie wär's, wenn wir dir dann... Was könnten wir dir denn mal geben? Kaleidoskop? Nee. Nähmaschine. Kannst du nähen, Ikido? Da muss ich doch gleich was Schönes nähen. Da kennt sich anscheinend jemand aus. Und Ikido fängt an zu nähen. Auf der Haut liegen. Ab heute wird das dein neues Lieblingsoutfit. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt bin ich gespannt. Das war's. Okay, das ist aber nichts für mich, mein Freund. Nehme ich aber trotzdem gerne an. Dankeschön. Ohne mich zu loben, das habe ich wirklich gut gemacht. Ja, muss schon zugeben, ich könnte überhaupt nicht nähen. Ich habe dafür kein Talent. Und wir können Ikido was schenken. Wie wär's mit einer Wii U? Wii U, Wii U, Wii U, Wii U. Oh, ich habe sie fallen lassen. Verzeihung. Einen Metalldetektor habe, finde ich sicher bald einen Schatz. Ach ja, ich habe Ikido einen Metalldetektor geschenkt. Warum auch immer. Ich habe ihm einfach einen geschenkt. Er kann ja am Strand mal nach verlorenen Münzen suchen. Vielleicht findet er da mal was. Und jetzt kann er mit Palkia zusammen Wii U spielen. Ist doch schön. So findet man neue Freunde mit Konsolen, mit Handhelds, mit Spielen generell. Ah ja, Philipp hat auch eine neue Mütze. Sehr schick, sehr schön. Und er hat ein Problem. Das hören wir uns natürlich an. Ah, du warst doch das Ebenbild von Nagi, nicht wahr? Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Ja, ich helfe dir. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig bist. Das hat bestimmt wieder irgendwer anders gefunden. Vielleicht ja der Danero. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Nagi? Ich kann diese schweren Vorwürfe langsam nicht mehr hören. Das macht mich traurig. Ich will irgendwas Salziges essen. Auch noch Sonderwünsche hat der Herr. Salzig. Hier, versuch's mal mit diesem Risotto. Ich weiß, dass du das magst. Es steht ja da oben, dass du es magst. Ach, mal wieder knapp dran vorbeigesegelt. Ich bin zu hören bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Greife nach den Sternen. Lass dir nie deine Träume ausreden. So, Lloyd ist auch hier. Oh, Lucia hat noch was. Die kleine, niedliche. Und sie erschreckt sich. Du musst dich doch nicht erschrecken. Ich habe nur geklingelt. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Du hattest einen Schluck auf? Habe ich nicht mal gehört. Das hier habe ich gefunden. Ah, ich sehe schon. Ich habe schon so eine Ahnung, wem das gehören könnte. Willst du es nicht lieber an Sanje zurückgeben? Wozu hat man Freunde, nicht wahr? Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Musste ich nicht bedanken, habe ich gern gemacht. Sie hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Wie auch immer man sowas verlieren kann. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Reisegutschein, den müsste ich auch mal benutzen. Habe ich noch nie benutzt in diesem Let's Play. Gut, ich würde mal sagen, wir beenden die heutige Folge mit einem Rap-Auftritt von Lloyd. Es gibt noch das ein oder andere Lied, was wir noch nicht gehört haben.
Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Nadi? Mein Interesse für euch ist unendlich, das weißt du doch. Stell nicht solche Fragen. Angeblich ist es ja gesund, den Körper regelmäßig aufzuwärmen. Wer weiß schon, was gesund und was ungesund ist? Jetzt, Leute, musst du erstmal einen Rap-Song vortragen. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge von Nagi und seine Zuschauer in Tomodachi Live. Beim nächsten Mal haben wir wieder 3 Neuzugänge. Seid gespannt, wer es ist. Vielleicht seid ihr es ja endlich. Ich muss noch einige Leute unbedingt aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall noch dazu kommen, ich verspreche's. Und wie gesagt, falls ich euch vergessen haben sollte, dann erinnert mich doch nochmal daran. Kann ja mal passieren, dass da was durchsickert. Nun denn, jetzt aber Leute mit Nickt mit dem Kopf. Bis dann, Leute. Tschüss. Du machst mich mit dem Kopf. Ich bin im Siraptor-Nade. Sind denn alle Telefone? Alle haben nur noch Schlager. Auf doch lieber meinen Platz. Hier ist doch hier. Wollt es auch jetzt mit viel Tricks. Buh! Buh! Runter von der Bühne! Wir sehen uns! Bis dann!